Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Shiny Hunt. Heute habt ihr schon im Titel gesehen, geht es um Brutalanda bzw. Kindwurm. Brutalanda habe ich schon, mir fehlt aber Kindwurm und auch Draschel. Und ich würde sagen, da gucken wir uns gleich mal die beste Stelle an. Die Stelle sollte sehr bekannt sein, die wurde schon sehr, sehr, sehr oft auf YouTube von anderen Kollegen vorgestellt. Ich war hier aber bislang noch nicht und deswegen gucken wir uns das mal zusammen an. Ihr müsst zur östlichen Zone 3, hier zum Aussichtsturm und von da aus geht ihr nach Norden. Und im Norden gibt es eine Höhle, wo wir rein müssen. Und diese Höhle ist komplett broken, weil da die ganze Zeit Lavita, Zubiris und Kindwurm aus der Wand fallen. Keine Ahnung, das ist einfach wieder ein Paradebeispiel dafür, wie gut dieses Game ist. Aber gehen wir jetzt erstmal zur Höhle. So, das hier ist die Höhle. Einmal rein hier und dann rechts halten. Hopp, hopp, hopp. Da vorne gibt es einen Trainer. Da wollen wir hin. Hier sehen wir aber schon ein Zubiris. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder... Ey, geh weg. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder... erstmal das Blitzer nach vorne. Jetzt haben wir die Möglichkeit... Mist. Mal weg. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder... So, haben wir die Möglichkeit, entweder wieder ein Drachen-Sandwich zu zünden, so wie auch bei Dratini, oder eben ein Stein-Sandwich für Lavita, oder ein Unlicht- oder Geist-Sandwich für Zubiris. Das bleibt euch überlassen, mache ich für jedes Pokémon ein eigenes Video. Ich möchte hier einen Kindwurm fangen, vielleicht mache ich Lavita auch noch, aber erstmal Kindwurm. Dafür machen wir das Drachen-Sandwich. Und da mache ich direkt einen Skip, weil 23 Sandwich habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt. Wenn ihr das sehen wollt, checkt mein letztes Video aus. Das gehört zwar jetzt gerade nicht zum Video, aber... Was ist hier los? Was ist hier los? Ich habe gerade eben ein Update gemacht, Bugfixes wegen irgendeinem Egg. Und jetzt guckt euch an, wie das Sandwich aussieht. Also... Wer Bock auf ein Kritikvideo hat zum Game, der kann sich gerne mal das Video oben rechts reinziehen. Ich habe mich ein bisschen darüber ausgelassen, wieso das Game hier so... Ja, egal. Gut, machen wir weiter am Shiny Hunt. So, das Sandwich ist fertig. Und was wir jetzt basically machen, ist einfach uns hier neben den Trainer hinstellen, da hingucken und, ja, staunen. Wieso fallen die da aus der Wand? Ich check's nicht. Ja, was man auch machen könnte, ist einfach alle besiegen. Ich überlege gerade sogar, ob ich das mache. Weil damit die immer weiter spawnen, wisst ihr? Und Blitzer hat ein bisschen Spaß. Also glaube ich, würde es sogar so machen. Kindwurmschuppen braucht man für verschiedene TMs. Es spawnen immer wieder neue. Oder man macht immer wieder ein Picknick. Das ist wahrscheinlich schneller. Die spawnen, respawn, das ist ja eigentlich so meine Taktik. Ich glaube, das ist schneller. Oder so, die spawnen schön weit weg. Dann kommen neue. Wieder aus der Wand. Ich check's nicht. Okay, wir machen mal einen Skip, wie ich es gefunden habe. Ich denke, ich werde zum Picknick die... da ist schon das Erste. Ja, macht auf jeden Fall... Also, das ist ja witzig. Okay, gut. Fangen wir das mal. Ich mache direkt einen Wiederball. Ich habe gestern aus Versehen einen Shiny Blip mit Meisterball gefangen. Ups. Ja, normalerweise würde ich ja Trugschlag machen, aber ich habe halt immer Angst, dass sie irgendeine Attacke haben, womit die sich selber killen. Deswegen mache ich immer lieber ein paar mehr Wiederbälle, bevor ich den mit Trugschlag auf 1 KP bringe und der dann sich dann selber killt. Ich könnte actually eine Donnerwelle machen. Ich glaube, das mache ich. Und da ist es drin. So, jetzt muss ich hier nur noch sicher rauskommen. Oh Gott.
Und dann stellen wir uns wieder an unsere Stelle und dann gucken wir, ob wir noch eins bekommen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wo der beste Spot ist für Shiny Trassler, dann checkt doch mal das Video hier ab. Da habe ich euch gezeigt, wo ihr am besten einen Shiny Trassler finden könnt. Und würde mich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video freuen und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.